Ich kann nicht ahnen, welche Hölle Beth durchmachen musste. Was mit ihr geschah, als sie das Ende der Zeit sah, ob es sie veränderte, wie es Paul veränderte? 11 Jahre lang lebte sie wie ein Geist. Die Beth, die ich kannte, war fokussiert. Diese Beth. Sie hatte Zweifel. Alles okay? Ja. Aber die Gegenmaßnahmen. Das Einzige, was alles in Ordnung bringen konnte, war in Wills Labor. Da ist sie. 2010 hat Monarch dieses Gebiet noch nicht gehört. Das passierte erst kurz danach, aufgrund dessen, was mit ihnen passiert ist. Aber wir wussten, dass William etwas Neues in seiner Werkstatt baute. Und wir wussten, dass es wichtig sein musste. Wir haben diesen Ort überwacht. Ja, Beth wusste, dass sie hier waren. Sie hat selbst etwas rumspioniert. Wir kamen über die Dächer, um nicht entdeckt zu werden. Weiß Will, dass wir kommen? Nein, weiß er nicht. Ich glaub's einfach nicht, dass wir am 4. Juli arbeiten müssen. Hey, du musst es ja nicht tun. Du wolltest schließlich die Extraschicht. Ja, ich weiß. Hier, danke. Sind wir hier nicht? Ja, ja. Was wirst du mit der Kohle anstellen? Ich werde mir eine Sonnenbank. Aber diesen Lagerhaus bauen wir doch schon mal. Weißt du? Klar, da hinten, guck. Das sind die Generatoren. Hier waren wir schon mal. Gehen wir. Dieser Job nervt. Ich hatte Schlimmere. Aber ja, klar. Wir sind ja nur eine Zeit zurückgereist und haben ja keinen anderen Ort besucht. Was ist das denn? Huch. Wer zum Teufel hat. Ups, sorry. 5 verdammte Stromausfälle diese Woche. Jetzt reicht's mir aber. Ich hab genug davon. Gehst du verdammt nochmal hin, Punch? Ich kündige. Komm schon, hier entlang. Ja, der hat gekündigt. Okay. Ab diesem Punkt können Sie uns sehen. Wir müssen schnell sein. Hey, Will? Er ist nicht hier. Dafür habe ich gesorgt. Was? Wieso? Er ist der Einzige, der weiß, wie die Gegenmaßnahme funktioniert. Und deswegen muss er in Sicherheit sein, falls ich... die Dinge zum Schlechten wenden. Gut. Wir holen das Gerät und dann bringst du mich zu meinem Bruder. Na klar. Also, wo finden wir jetzt dieses Ding? Will hat gesagt, dass er es in einem Safe gesichert hat. Mhm. Irgendwo im Gebäude. Okay, Will. Wo hast du diesen Safe versteckt? 11 Jahre. Er hat 11 Jahre seines Lebens nur damit verbracht, dieses Ding zu bauen. Ja. Hier muss er sie gebaut haben. Es ist der 2. April 1999. Ungefähr einen Monat nach dem Zwischenfall. Nachdem der Mann aus der Zukunft auf mich geschossen hat. Nach Wilder. Ich habe die Maschine weggebracht. Versteckt. Ich wünschte, ich könnte sie zerstören, aber... ich wollte nur so wenig erfahren wie möglich. Je mehr du weißt, was passiert, umso schlimmer wird es sein. Wir sind nur Marionetten. Ich kann das aushalten, solange ich den Unterschied nicht erkennen kann. Ich denke, sie hat es verstanden. Es macht doch keinen Unterschied. Sie hat mir gesagt, dass der Riss kommen wird. Wegen dem, was ich tat. Ich muss das in Ordnung bringen. Ich muss. Ich weiß noch nicht wie. Ich muss eine Art Gegenmaßnahme bauen. Ich kenne die Theorien des Zusammenbruchs des Felds, aber es stoppen oder gar rückgängig machen. Das benötigt Jahre.
der Forschung. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Wie ich das bezahlen soll. Keine Ahnung. Wilder ist aus der Zukunft. Und sie kam zu mir. Ich muss davon ausgehen, dass ich Erfolg hatte. Oder? Warum wäre sie sonst hier? Er hatte vor, es dir zu geben. Und es wurde gestohlen, bevor er die Gelegenheit dazu hatte. Das ist also die einzige Möglichkeit, die Sache zu erledigen. Es gibt was, das Sie wissen müssen. Sie sind der Einzige, der ihn schließen kann. Es gibt keine wissenschaftliche Vorarbeit. Es könnte Jahre dauern. Und das wird es auch. Sie müssen es geheim halten. Selbst vor denjenigen, die Sie lieben. Es ist die einzige Möglichkeit, sie zu beschützen. Du hast eins erlebt, nicht wahr? Mhm. Ein Echo. Hey, Rapport. Ich bin mir sicher, das dass es dir draußen besser ergeht als mir. Der alte Bobby muss noch ein kleines vor langer Zeit im Studio bleiben. Wohingegen der Rest von uns die hoffentlich spektakulären Partys zum 4. Juli genießt. Also zünden Sie ein Feuerwerk. Das muss ordentlich gefeiert werden. Ich bin ja auch bald fertig. Und kann es kaum erwarten, nach Hause zu gehen, ein Bier aufzumachen oder drei und mir mit Freunden einen gemütlichen Abend zu machen. Wir werden es zu würdigen wissen, dass dieses Jahr besser läuft als das letzte. Sie waren bereits dort, hatten Echos in der Zeit gesehen. Ich vermute, sie hatten die einzelnen Puzzlestücke bereits zusammengesetzt. Aber noch nicht alle. Was haben wir denn hier? Es stand alles an der Tafel. Die Details seines Niedergangs. Seine Arbeit hat ihn aufgezehrt und ist zu einer Art verzweifelten Obsession geworden. Er war nie wieder derselbe. Das Gerät war nicht dort, aber es musste zu irgendeinem Zeitpunkt dort gewesen sein. Mhm. Die Energieversorgung hat nicht funktioniert, aber irgendwann muss sie das getan haben. Vielleicht kann ich die Zeit zurückdrehen, um mehr zu erfahren. Funktioniert nicht, wir müssen schnell sein. Er hat die Kombination nicht dagelassen, aber ich kann ihn knacken. Ich brauche nur etwas Zeit. Jemand ist hier. Es ist Monarch. Ich wusste es. Ich wusste, sie würden uns finden. Ich kümmere mich drum. Du öffnest den Safe. Bleib drin. Ja. Okay. Sie wurden in dem Moment entdeckt, als sie ankamen. Sie hatten niemals eine Chance. Sie waren auf einer Selbstmordmission. Ja, aber ich bin niemand, der einfach seine Waffen niederstreckt und kampflos aufgibt. So war ich nicht und so werde ich niemals sein. Hier ist Trojan One. Nähere mich dem Labor. Ende. Denken Sie daran, der Befehl lautet, Sie Leben zu fangen. Monarch Actual ist auf dem Weg. Verstanden.
Bleib sofort stehen! Wo ist das Mädchen? Hey, 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 einen Moment. Immer mit der Ruhe. Er hat eine Waffe! Schieß! Was zum Teufel soll das? Auszuführen. Wir können uns keine Aufmerksamkeit. Er schaltet uns verdammt nochmal aus! Ich komme. Haltet die Stellung. Zeit zu gehen. Ich mag die Snarl. Ich zu suchen. Gott sei Dank. Geh mir aus dem Weg. Da sind wir also wieder. Genau da, wo wir vor Jahren aufgehört haben. Paul. Gib mir das Gerät. Komm mit mir. Wir können das gemeinsam überleben. Du weißt, es ist nicht aufzuhalten. Ich sehe es in deinen Augen. Du weißt es. Wenn du falsch liegst. Wir erschufen Ground Zero. Sorgten dafür, dass es genauso kam, wie es sollte. Jedes Teil fiel an seinen Platz. Außer eines. Die Explosion hat was bewirkt. Sie schickte sie ins Jahr 2016. Genau in das Jahr, aus dem sie gekommen sind. Irgendwas hat sie dort festgehalten. Wir müssen wissen, wie sie das gemacht haben. Glauben Sie, ich wollte zurückkommen. Ich wurde weggezerrt. Alles, wofür ich gekommen bin, war noch dort. Zurückgelassen. No!
Nein, Beth! 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 Los, steh auf! Beth, steh auf! Beth, los, steh auf! Bitte, Beth! Beth! Du musst aufstehen, okay? Ja, genau. Nimm die Waffe. Los, Beth. Na los. Na los, bitte. Beth, beweg dich. Paul, tu das nicht. Tu's nicht, nein. Ich liege richtig. Du kannst nicht. Nein! Nein! Serene hatte die Gegenmaßnahme die ganze Zeit. Ich musste sie zurückholen. Eine vorschnelle Entscheidung. Sie sagen, Beth Wilders Tod hatte keinen Einfluss auf ihr Verhalten, aber... Wie gesagt, ich kannte sie kaum. Was sie als nächstes taten, war also nicht persönlich? Nein.